So, Jürgen Fuchs wird an uns erklären, wie das Motorradfahren, ein bisschen technische, die sich schon mal von Jürgen von heute Morgen, die erste Film, okay. Und dann, wir machen ein kurzes Interview mit Jürgen Fuchs über seine Erfahrung für die 1000 Kilometer Hockenheim. So, Jürgen, jetzt an dir. Das Theorie? Ja, Theorie, kennen wir. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt Trockentraining, oder? Macht Sinn. Folgendes, vielleicht seht ihr schon mal ein bisschen, das war noch der erste Turn, da war es sogar noch relativ trocken, zum Thema Sitzposition am Motorrad. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, weil im Endeffekt dirigiert man das Motorrad weniger jetzt mit Lenkbewegungen als mit Körperhaltung bzw. Gewichtsverlagerung am Motorrad. Hanging off hat jeder schon mal gehört. Viele machen es auch. Bloß runterhängen allein, damit ist es einfach noch nicht getan, weil ganz viele vergessen dabei, dass es beim Hanging off im Wesentlichen um eine Gewichtsverlagerung geht. Dabei sollte die natürlich nach innen stattfinden. Jetzt ist es aber sehr oft so, dass das Hanging-Off vielleicht ist es so ein bisschen entstanden, weil man auf der Straße irgendwann mal versucht hat, auch das Knie am Boden zu bringen. Und dabei passiert Folgendes, dass viele einfach nur das Knie Richtung Boden strecken und dabei so eine Drehbewegung am Motorrad machen. Das hat gleich eine ganze Reihe von falschen Abläufen zur Folge, denn durch diese Drehbewegung nach vorne bleibt einem oft nichts anderes, als sich innen mächtig am Lenker abzustützen, weil man sonst einfach schlichtweg vom Motorrad rutscht. Der nächste Punkt ist, um irgendwann das Knie auf den Boden zu kriegen, streckt man das kurvenäußere Knie auch noch vom Tank, weil man sonst ja diese Drehbewegung gar nicht hinkriegen würde. Wieder ein Punkt, man kann außen keinen Druck mehr auf die Raste geben und man würde schier noch mehr vom Motorrad rutschen, wenn man nicht mit dem Oberkörper sich dagegen stemmen würde. Also sprich, man hat so eine Position. Bei ihm jetzt ist es sogar sehr, sehr gut. Er rutscht relativ wenig, aber der Oberkörper ist wenigstens nach innen. Bei den meisten von euch, deshalb filme ich das ganz gerne jetzt mal ein bisschen, ist es so, dass der Kopf sogar in der Kurve noch außerhalb der Motorradmitte ist. Und dann ist es definitiv kein Hanging-Off mehr. Das seht ihr auch so ein bisschen. Achtet mal ein bisschen auf die Federung, was das Motorrad macht. Wenn ich jetzt diese Drehbewegung mache, also ein vermeintliches Hanging-Off, zumindest hänge ich ganz schön rum auf dem Motorrad, nur die Federung interessiert es gar nicht. Jetzt ist es mit dem Mikro in der Hand ein bisschen schwierig vorzumachen, aber wenn ich nur das da mache, nur den Oberkörper ein bisschen drüber nehme, federt das Motorrad schon aus und es ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass da eine Gewichtsverlagerung stattfindet. Und da müssten wir irgendwann mal hinkommen. Da habt ihr gleich mehrere Sachen damit gewonnen. Erstens, wenn ihr dann wirklich mal schräg fahren wollt, und es kommt, wenn man auf Rennstrecken unterwegs ist, sehr, sehr schnell, dann gewinnst du natürlich Schräglagenfreiheit. Es gelingt euch, das Motorrad aufrechter durch die Kurve zu dirigieren, was für den Reifen besser ist, das Gripniveau am Reifen besser, und ihr habt einfach jede Menge Reserven gewonnen. Deshalb jetzt nochmal zurück. Jeder, der selbst schon mal das Hanging-Off begonnen hat, sollte es in den allermeisten Fällen wieder verwerfen und einfach mal gerade am Motorrad sitzen bleiben, auf eine Kurve zufahren. Wenn wir jetzt einfach mal Linksschräglage simulieren, dann beginnt es natürlich mit der Blickrichtung. Das heißt, ihr müsst lediglich den Kopf Richtung Kurve drehen, so rüberdrehen und dann nehmt ihr den Oberkörper ein Stück mit. Drückt das kurvenäußere Knie gegen den Tank und macht es so, dass ihr da so einen Impuls aufs Motorrad kriegen könnt. Das erfordert wirklich eine anstrengende Position im kurvenäußeren Bein. Das heißt, da muss man sich gegen den Tank drücken und auch verkrallen in dieser Tankkuhle. Die ist bei neueren Motorrädern extra dafür gemacht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, den kurveninneren Arm einfach nur leicht abzuwinkeln. Und wenn euch das gelingt, da locker drauf zu sitzen, was insbesondere jetzt im Nassen auch wichtig ist, weil sonst fahren wir rum wie ein steif wie ein Stock. Und dann spürt ihr auch nichts. Dann spürt ihr auch nicht, was die Reifen machen. Also versucht mal wirklich nur Kurve, Blick rein, den Arm minimal abknicken. Das muss ich mal ganz kurz weglegen. Ach, so geht's. Ach, jetzt geht's. Also das wäre die Bewegung, die mir gefallen würde. Den Oberkörper leicht rein. Und solltet ihr darüber hinaus
dann aus der Position raus noch etwas rüberrutschen, dann passiert es von ganz alleine. Das muss dann aber erst sein, wenn ihr wirklich mal schräg unterwegs seid. Also sprich ab 50 Grad in etwa. Also gerade drauf sitzen bleiben, Kurve, Blick ein bisschen rein und den Arm abwinkeln. Dann kommt auch die Lockerheit am Motorrad dazu und dann beginnt er auch zu spüren und dann merkt er vor allem, und das ist ein wesentlicher Aspekt, dass ein Motorrad nicht mit Kraft zu bewegen ist. Weil sehr, sehr häufig ist es der Fall, dass man durch eine falsche Körperhaltung am Motorrad das Motorrad eigentlich gar nicht in die Kurve laufen lässt, mit der Lenkbewegung aber den Impuls in die Kurve gibt. Streng genommen, wenn es euch, wenn ihr den Gasgriff mal auf eine Position von 20% vielleicht fixieren würdet, man kann Motorräder mit einem ordentlichen Fahrwerk freihändig durch eine Kurve fahren, wenn die Körperhaltung am Motorrad stimmt. Das heißt, wenn die Gewichtsverlagerung stimmt, müsstet ihr überhaupt keine Kraft am Lenker aufwenden, um das Motorrad sauber durch die Kurve zu fahren. Das sieht so noch nicht aus, wenn man sich draußen auf der Strecke anschaut. Urgemeint, wer jetzt direkt hinter mir ist im weißen Lederkombi, da sieht sehr, sehr entspannt und relaxed aus. Ihr seht auch die Armposition leicht abgewinkelt. Das ist perfekt. Mehr muss man bei dem Tempo nicht machen. Am Nachmittag sehen wir vielleicht noch ein paar, da wechseln wir dann mal ein bisschen durch und da lassen wir dann auch die Videos laufen. Da sehen wir dann einige, die einfach extrem verkrampft und steif drauf sitzen. Da müsst ihr dann selber mal ein bisschen drauf achten, ob es euch gelingt, den Kopf nur minimal innerhalb der Motorradmitte zu haben. Oder noch besser wäre, in dem Bereich, in dem der Innenspiegel in etwa ist. Wenn er da mit dem Oberkörper hinkommt, dann könnte er schon mal gar nicht mehr so verkrampft sein, weil das erfordert ja automatisch schon, dass hier der Arm etwas abgewinkelt ist. Das ist die ganze Geschichte ums Hanging Off. So wird es richtig losgehen und das kann man dann ausdehnen, bis man irgendwann in den Bereich da unten irgendwo hängt, um auch zu checken, ob schon irgendwo Schwammerl wachsen. So, das war's von meiner Seite. Ihr könnt auch gerne, ich weiß nicht, wie sich das Wetter entwickelt, dann im Laufe des Tages nochmal auf mich oder einen der anderen Instruktoren zukommen. Wir prügeln euch so lange aufs Motorrad drauf im Trockentraining, bis es passt. Danke. Neugierig, wenn Länge Rennen gibt, und ich spreche über Wokenheim, wo haben wir Pirelli mit Jürgen Fuchs, Team Motorbike, die 1000 Kilometer gewonnen, die höchste Klasse. Viel Neugierigkeit zum Beispiel, wie lange sind 1000 Kilometer in Hockenheim, wie viel bremsen wir, wie viele Reifen brauchen wir. So etwas, das bringt uns mir das Gefühl, was passiert, weil am Ende diese 1000 Kilometer sind nicht ein Touring-Moment, sind richtig ein Rennen-Moment. Welche sind die wichtigsten Punkte? Das gibt, wenn jemand würde, eine Dauerprüfung zu laufen, welche sind die wichtigsten Punkte, das sollte man mal wissen. Gut, prinzipiell in Hockenheim gilt ja reines Seriensportreglement. Das heißt, da gibt es keine Schnellwechselvorrichtungen für Reifen, keine Tankanlagen. Das heißt, Sinn macht es natürlich, mit so wenig Boxenstopps wie möglich auszukommen. Es würde jetzt wenig Sinn machen, ultraweiche Reifen zu verbauen und dann nach jedem zweiten Tankstopp auch gleich Reifen wechseln zu müssen. Deshalb sind wir sogar losgefahren, ganz normal mit dem Supercorsa SP, was schon mal den Vorteil gehabt hat, dass man den ganzen Vormittag schon mal fahren konnten. Das waren circa 400 Kilometer. Leider ist uns dann beim ersten Reifenwechsel sogar ein kleiner Fauxpas passiert. Wir hatten natürlich einen weichen Reifen für Sprintrennen reserviert, beziehungsweise uns zurechtgelegt. Und im Eifer des Gefechts haben uns die Mechaniker den weichen Reifen dann für die Dauerprüfung schon draufgelegt, also drauf montiert. Und erst irgendwie zwei Touren später ist uns das aufgefallen und wir wären eingegangen, wir hätten einfach keine weiteren Reifen parat gehabt. Und dann sind wir mit einer 1er Reifenmischung, das dürft ihr euch dann gerne nochmal genauer erklären lassen, was es mit den Reifenmischungen so auf sich hat. Mit der sind wir dann 90 Runden gefahren, was eigentlich für die Sprintprüfung von 14 Runden hergerichtet war. Das heißt, das ist alles möglich, wenn das Temperaturfenster passt. Wir haben heuer das Glück gehabt in Hockenheim, dass es 20 Grad oder mehr gehabt hat. Ein Jahr zuvor sind wir bei 1 Grad plus gestartet, was ziemlich krass ist, wenn es so feucht ist wie jetzt und es hat nur 1 Grad. Also da wird es dann irgendwann schon auch tricky und es ist natürlich schon eine Herausforderung fürs Reifenmaterial, weil die Reifen, die werden nicht richtig warm und dabei hat man gerade
Die neue Tausender hat fast 200 PS. Wenn man da aggressiv umgeht, ist es wirklich möglich, den Reifen innerhalb kürzester Zeit auch zu ruinieren. Da ist dann auch die Disziplin des Fahrers gefragt und letztendlich ist es ja auch euer direkter Kunde, der euch vielleicht gelegentlich mal in den Ohren legt, dass der Reifen keine Laufleistung hat. Und in ganz vielen Fällen ist es eben nicht das Fahrwerk, das dazu nicht gepasst hat, sondern das Temperaturfenster, dessen Rennsportreifen in kürzester Zeit auch ruinieren kann. Also da muss man wirklich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich erlebe das oft bei solchen Trainings, dass Fahrer dann ohne Reifenwärmer losfahren und die oberste Reifenschicht, die kriegt nach 2 Kurven Temperatur. Da, wenn du mit Infrarot misst, was wir im Rennsport ja oft gemacht haben, da reichen 2 Kurven aus und die Temperatur springt wirklich für jede Kurve an. Beim kurzen Slide bis zu 150, 160 Grad. Nur ist der Reifen nicht komplett durchwärmt, wenn du im kalten Zustand losgehst. Das heißt, da passiert es unheimlich leicht, dass du die Oberfläche am Reifen beschädigst und dann kannst du auch das Rennen vergessen. Deshalb auch die Diskussionen, die man oft bei Eurosport oder wo auch immer so hört, dass man einen schlechten Reifen erwischt hat oder irgendwas Seltsames passiert ist. Es reichen 2, 3 Ecken aus. Der Fahrer im Kampfmodus glaubt, er muss nur irgendeinen ausbeschleunigen. Da kannst du dir die Reifen wirklich selber ruinieren. Und bei diesen ganzen MotoGP-Tests durfte ich auch schon oft mitfahren. Da werden den Journalisten dann immer Rennreifen montiert und mir ist auch schon gelungen, nach 3 Runden so einen Reifen zu ruinieren, mit dem Capirossi auf seiner Ducati damals das ganze Rennen gefahren ist. Heißt jetzt beileibe nicht, dass ich besser oder schneller oder sonst was unterwegs war, sondern einfach gefühlloser, als der Bursche es gemacht hat. Also da ist man in einem Bereich mittlerweile mit den Rennsportreifen, die einfach für extreme Verhältnisse auch ausgelegt sind und die brauchen halt auch entsprechende Handhabe.